Da sind wir wieder heute, endlich wieder live auf beiden Kanälen, auf Facebook und auf GoToWebinar. Es scheint alles wieder zu laufen. Kurze Frage an meine Zuschauerinnen und Zuschauer auf dem Stream über GoToWebinar. Kann man Bild und Ton gut sehen? Würde mich freuen, wenn ich da eine kurze Rückmeldung bekomme. Ansonsten, Facebook läuft, danke fürs Dabeibleiben und ich hoffe, dass jetzt das nächste Windows-Update nicht wieder hier irgendwelche blöden Sachen mit meinem PC macht. Aber gut, so ist es. Danke für die Rückmeldung. Ich bekomme gerade die Infos über GoToWebinar, dass alles passt. Ja, danke dafür. Immer hier auch dranbleiben. Manchmal gibt es Probleme mit GoToWebinar. Das ist ja nicht aus der Welt zu schaffen, so einfach von der Seite her. Die Webinarreihe läuft und von der Seite her bleiben wir hier immer schön mit am Ball. Blog gab es heute übrigens auch wieder vor der ja, offiziellen Sendung hier um 8.30 Uhr. Ich habe geschrieben über DAX, Brent und Silber. Das sind die Dinge, die ich heute im Fokus habe. Und wir sehen es auch hier im Hintergrund auf der Tafel mit der Überschrift der DAX im Kampf um die Marke von 12.500 Punkten. Ja, ich sehe gerade, da ist auch ein End zu viel. Am letzten Wort, halb so wild, wir schauen jetzt erst einmal kurz noch auf den Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und da möchte ich an der Stelle gleich auch noch meine Bitte hinten dran schieben. Wer einen Wunschmarkt hat, rein in die Chats auf GoToWebinar oder Facebook. Und ich kümmere mich gerne auch darum. Das dazu und damit schauen wir in die Tagesnachrichten hinein. Heute gibt es ein paar sehr wichtige Nachrichten. Gestern hatten wir auch wichtige Nachrichten. Wenn wir nochmal kurz zurückblicken wollen, wir hatten gestern, ich meine, wir machen das ja auch immer um den Freitag rum, aber wir haben gestern wirklich sehr, sehr schöne Zahlen vom Einkaufsmanager-Indizes bekommen. Das waren positive Meldungen und der DAX hat das Ganze ja auch sehr, sehr positiv angenommen. Das heißt, wir haben ja auch schön steigende Kurse gesehen. Von der Seite her merken wir momentan auch wieder so ein bisschen, der Markt nimmt die positiven Meldungen auf. Wir sprechen über das Thema auch am Freitag nochmal etwas mehr im Detail, aber nichtsdestotrotz, wir sehen es, der Markt nimmt positive Daten auf, er dreht nach oben. Und was wir jetzt mittlerweile wieder sehen ist, dass auch der Euro bei positiven IFO-Daten zum Beispiel mittlerweile wieder anzieht. Also da gab es wirklich so einen kleinen Wechsel in diese Richtung und mich würde es wirklich nicht wundern, wenn wir im Euro-US-Dollar in ein paar Monaten deutlich höher stehen als aktuell. Wie schon gesagt, die Chancen sind tatsächlich da. Wir sollten das immer so ein bisschen im Kopf halten. Ich hatte ja vor kurzem über ein entsprechendes Szenario auch gesprochen. Hier die Tagesnachrichten noch für heute. Wir sehen es, 10 Uhr gibt es Daten vom IFO und zwar IFO Geschäftserwartungen, die Lageeinschätzung und den Geschäftsklimaindex. Und am Nachmittag bekommen wir dann aus den USA noch die Rohöl-Lagerbestände. Gestern hatten wir auch schon Lagerbestände bekommen, und zwar die API-Lagerbestände. Und die hatten wir gestern mit einem Anstieg von 1,7 Millionen Barrel. Das die Zahlen hier, also wieder leichter Anstieg am Rohölpreis. Wir gucken trotzdem aufs Brent, weil im Brent ist gestern der Aufwärtstrend fortgesetzt worden. Und das gibt doch interessante Möglichkeiten, jetzt den Markt mal etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Machen wir direkt. Ich schalte um in die Charts, mache den Bildschirm hier für die Zuschauer auf Facebook auch direkt wieder groß und wir sehen es hier an dieser Stelle im Blick oder im Bild sozusagen. Das ist der DAX, ja, und der DAX, der schwenkt momentan so ein bisschen, ja, um das Ausbruchslevel dieser Sideways Range. Ich habe die Sideways Range hier mal drinnen eingezeichnet gelassen. Wir sind jetzt hier im Stundenchart, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und der Stundenchart zeigt uns diese Range sehr schön. Hier der Deckel oben drauf oder das Hoch hier oben ist gewesen bei etwas unter 12.500 Punkten. Das heißt hier bei 12.485 Zählern. Im Pendelbereich gab es auch noch ein bisschen unten drunter hier die Marke 12.000. Naja, was hat man? 12.440, 50 in dem Dreh rum. Wir sehen es hier. Das sind Anlaufmarker, die der Markt hier auch zum Anlass nimmt, etwas drumherum zu drehen. Heißt also, solange wie wir nicht hier deutlich drunter fallen und diesen, sag ich mal, korrektiven Abwärtstrend, den wir hier im Stundenchart gesehen haben, nach unten hin fortsetzen, ist im grünen Bereich, also nach oben hin, alles in Ordnung. Das heißt, an dieser Stelle sollten wir mal schauen, was der Markt hier oben macht. Das heißt, ein kurzfristiges Entscheidungsmerkmal ist ganz klar das Tageshoch von heute. Wenn wir da drüber gehen, das liegt, naja, bei knapp 12.520 Zählern. Wenn wir da oben drüber gehen, ist der nächste kleine Anlaufpunkt bei 12.550 in etwa. Das wäre hier,
Ich zoome es mal etwas näher ran. Das wäre hier dieser Bereich, den wir hier oben haben. An dieser Stelle hier, schaut mal, da haben wir den Abwärtstrend bekommen, den korrektiven. Das sieht man schön, wenn man in die kleineren Zeiteinheiten reinschaut. Hier, guckt mal, hier Bewegung, Korrektur, Bewegung. Dieses Level hier oben, ne, das ist jetzt der 5-Minuten-Chart, den wir haben. Das gilt es rauszunehmen. Und das Schöne, was wir hier jetzt wirklich sehen, ist, wenn der Markt tatsächlich hochtrendet und über diese kleine Linie, wartet, ich ziehe euch mal hier das noch ein Stückchen runter, also hier oben über diesen Bereich drüber laufen, naja, 12.500 um die 20. Das wäre recht interessant, weil dann haben wir hier untergeordnet tatsächlich den Aufwärtstrend auch wieder da. Im Kontext auf die Stunde ist das so die sogenannte Umkehrformation. Wir nehmen ein kleines Zwischentief auch raus und danach geht es hier inzwischen hoch, entschuldigt bitte, und danach geht es wirklich schon in Richtung des korrektiven Hochs bei 12.550. Und wenn das rausgenommen wird, dann haben wir alle Chancen hier, die Vortageshoch, das Vortageshoch um die 12.617 Punkte-Marke in Angriff zu nehmen und uns dann weiter nach oben zu arbeiten. Wenn es tatsächlich nach oben klappt, sehen wir auch hier mit Blick in den Tageschart, dass wir durchaus die Chance haben, weiter hoch zu laufen. Und das sehen wir hier jetzt mal im großen Bild. Ich gehe gleich zurück in der Stunde, da sieht es ein bisschen aufgeräumter aus. Wenn wir tatsächlich das Tageshoch von gestern überschreiten sollten, dann ist der Weg hier in die 12.700 und ein paar in 60 Punkte erstmal frei. Wo kommt das her? Das kommt mit Blick in der Stunde hier drüben aus der Historie. Schaut mal hier. Hier oben haben wir erstmal das Verkaufslevel, ja, wo der Markt hier oben rumgedreht ist, hier drüben. Sieht man hoffentlich ganz gut. Das ist die Marke von 12.765 Zählern. Das ist der Anlaufpunkt, den ich gerade auf der Oberseite genannt hatte. Da sehen wir auch, das hat Relevanz, weil das war das erste Verkaufslevel und die Korrektur, die auf dieses Verkaufslevel gefolgt hat, also auf den Durchbruch des Ganzen, hat genau in diesem Region, in dieser Region auch wieder gedreht. Ja? Da sieht man auch wieder, was diese Marken für eine Relevanz haben. Und dann kam der starke Schub nach unten. Und deswegen ist hier jetzt natürlich wieder gefragt, was passiert hier oben? Wie schon gesagt, wenn wir hier übers Vortageshoch drüber schieben, ist das der nächste Anlaufpunkt, 12.765. Und wenn wir das rausnehmen, dann haben wir gute Chancen hier ins Zwischenhoch. Knapp über den Daumen merken, 12.900 Punkte im DAX. Das ist der obere Bereich, wo wir erst einmal kurzfristig ja durchaus Potenzial haben, wenn es nach oben geht. Sollte es dazu nicht kommen, sondern dieser korrektive Trend nach unten fortgesetzt werden, da müssen wir einfach schauen, was passiert. Diesen Schwungbereich hier unten hatte ich ja schon genannt. Die 12.5 bzw. 12.4 sind sehr, sehr wichtige Marker hier. Wir sehen es auch, das sind alte Kaufbereiche, die könnten durchaus für Support sorgen. Aber wenn es dann deutlich unter die 12.4 drunter geht, dann ist der Weg in die tieferen Regionen, zumindest aus charttechnischer Sicht, ja, Nachrichten mal wirklich außen vor gelassen, klassische Charttechnik hier, dann ist der Weg nach unten frei. Also unter 12.400 Punkten haben wir Anlaufpunkte bei 12.3, 12.2 und hier unten etwas über 12.100 Zähler, die Marker. Das ist das, was der Tageschart uns verrät und das wäre aber nur Korrektur von dem, was wir hier im Stundentrend auch aufwärts gerichtet sehen. Das heißt, der große Trend ist dann auch in Ordnung, aber das sind mal so die kleinen Zähler, die kleinen Marker, die wir durchaus auf der Unterseite haben, wenn es hier deutlich Druck nach unten gibt. Mal schauen, was nachher um 10 Uhr passiert, wenn die IFU-Zahlen kommen. Möglicherweise ist bis dahin noch etwas Abwartendes am Markt vorhanden. Das heißt, verharren auf dem Niveau, wo wir jetzt sind, das werden wir sehen, wie schon gesagt, in knapp 20 Minuten haben wir Markteröffnung. Da werden wir sehen, wie sich die Händler aufstellen, ob sie vor den Zahlen erstmal so ein bisschen in Deckung gehen oder eher weiter in Feierlaune sind. Gestern gab es ja auch gute Meldungen. Das wird sich zeigen. Auf alle Fälle haben wir die Chancen zur Oberseite tatsächlich da, aber in gewissermaßen auch ein bisschen so das Risiko, dass wir doch etwas mehr Abgabedruck sehen könnten in der korrektiven Phase. Und damit schalten wir rüber zum Silber. Wir haben den Silber, auf das Silber. Ich habe die Chartanalysen durchgegangen und habe gesehen, Goldpreis hat gestern ein neues Jahreshoch geschrieben. Und ich dachte mir da so, Mensch, da wird es doch eigentlich mal Zeit, auf Silber zu schauen, weil wir wissen ja inzwischen, Gold und Silber, die laufen zwar nicht absolut gleich, aber so die Grundrichtung, die Tendenz, ja, haben beide ähnlich. Deswegen habe ich gesehen, Silber läuft dem Gold ein bisschen hinterher und da sehen wir auch mal die Chancen im Silber. Deswegen heute hier Silber auf dem Tablett sozusagen, Silber auf dem Tablett mit einer interessanten Verortung an dieser Stelle auch, weil was wir sehen, ist, wir sehen momentan, hier, wer genau hinschaut, sieht einen kleinen Schwankungsbereich. Wir haben hier eine sehr, sehr positive Meldung, die ich im Silberchart sehen kann oder eine grundsätzliche positive Lage im Silberchart. Und zwar ist das folgende Situation. Ich skizziere das mal ganz kurz mit dem Zeichentool hier. Schaut mal hier. Einmal hier.
und einmal hier. Das heißt, wir haben hier im Bereich um die 17,25 Dollar eine Bodenbildung. Ja? Die sehen wir hier erstmal angetroffen, korrigiert, also wieder in die Gegenrichtung gelaufen. Dann haben wir hier einige Tage schön das Level getestet, auch kurz drunter gespiked hier im Low auf 16,95, aber sofort wieder hoch. Das heißt, ganz grob über den Daumen kann man sagen, die Marke, das Level von 17,25 hat momentan den Boden bereitet für die letzten Anstiege. Ja, und was auch zu sehen ist an dieser Stelle, dass wir hier aus dieser Bodenbildung auch über einen wichtigen untergeordneten Bereich gelaufen sind, nämlich die Marke von 17,60 Dollar. Schaut mal, das war hier drüben schon ein wichtiger Bereich, der hat erst Support gegeben und dann wurde es deutlich abverkauft und wie im DAX auch, kurze Rücksetzer und dann der Abprall und der starke Abverkauf. Diese Marke ist jetzt erstmal überwunden und so richtig nach unten lösen will sich das Ganze nicht. Das heißt, wir haben hier schon einen gewissen Support, deswegen ist das Ganze grün gekennzeichnet. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal etwas näher in den kleinen Einheiten an. Bevor ich aber umschalte, möchte ich noch sagen, sollten wir unter die 17,25 laufen, sehen wir im Tageschart auch schon die Anlaufpunkte auf der Unterseite. Das wäre einmal das Spike-Low hier bei 16,65 und hier das kleine Zwischentief in diesem Aufwärtstrend, den wir hier laufen haben, um die Marke von 16,72. Ich mache euch kurz mal hier auch noch den Trend rein. Das heißt hier, das ist der größere Trend, der am Laufen ist und dann mache ich mal noch den Lower Timeframe rein. Das zeigt das Tool halt sehr schön an, das zeigt die untergeordneten Schwungbereiche hier. Ne? Und da sehen wir halt, dass wir hier an dieser Stelle, wenn wir uns mal das kleinere anschauen, das untergeordnete, dass das hier der letzte Aufwärtsschub nach oben ist und dass wir hier unten um diese Bereiche bei 16,95 und 16,72 doch durchaus Level haben, die Marktbeachtung finden können. Und das Ganze, wie schon gesagt, auf der Unterseite. Und jetzt sehen wir hier angezeichnet das Ganze hier, die Dynamik, die wir nach unten haben, das ist ein Abwärtstrend. Ne? Das ist auch der aktuelle Trend, den wir hier tatsächlich haben, weil der Markt trendet hier nach unten. Aber wie schon gesagt, wir sind halt in der Rumdrehphase. Und diese Marke hier oben, die ich im Tageschart gekennzeichnet habe, die sehen wir halt, das ist hier der korrektive Abwärtstrend und das ist dessen letztes Zwischenhoch. Wenn der Markt da drüber geht, ist dieser Trend rausgenommen. Ist halt nur immer ein bisschen blöd, wenn diese Ranges oder diese Marken so weit auseinander sind. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier unten ja die Bodenbildung, die bestätigt ist. Und das Ganze, das schauen wir uns jetzt nochmal im Stundenchart an, damit wir hier diesen Umkehr gut mal mit betrachten können und schauen, was hier los ist. Weil wenn wir uns das Ganze mal anschauen, dann sehen wir hier, das hier, was hier dick gekennzeichnet ist, das ist der korrektive Abwärtstrend. Ne? Ich zoome es mal näher zusammen. Hier kam der Aufwärtsschub, das war die letzte Bewegung und das, was wir hier sehen, ist halt der Korrekturarm. Wir sehen die Gegenbewegung, also hier schon wieder schön nach oben trenden. Ne? Sieht man sehr, sehr gut hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung. Wichtig wäre jetzt an dieser Stelle oder wichtig ist jetzt, um diese positive Dynamik mitzunehmen, dass wir es schaffen, oben drüber rauszulaufen. Weil was Fakt ist, wir haben die Umkehr da, die Bodenbildung hier unten ist sozusagen in vollem Gange. Die Marke unten um die 17,25 hat gehalten und jetzt trenden wir hier wieder nach oben. Und dieser Trend sollte sich jetzt optimalerweise fortsetzen. Wenn er das tut, haben wir gute Karten, also hier über die Marke von knapp 18,08 drüber, haben wir gute Karten hier, die 18 rauszunehmen und uns dann hier am Zwischenhoch bei 18,38 zu orientieren. Das sind die Marker, die wir hier gut, sehr, sehr gut und sehr, sehr schön entsprechend erkennen können. Wichtig wäre es halt zu sehen, was hier passiert. Wer das Ganze im kurzfristigen Intraday-Trading-Bereich traden möchte, der sollte noch auf ein paar andere Marker Acht geben. Das heißt, da haben wir durchaus auch die Chance auf die Abwärtsrichtung. Wo kommt das her? Schaut euch mal an, wo wir gerade verharren. Wenn wir uns das Level hier mal anschauen, wir gehen gleich mal in die unteren Zeiteinheiten rein. Das hier, dieses Drehlevel, ich markiere das mal kurz in grün, damit wir es in der kleinen Zeiteinheit dann gut sehen können. Dieses Drehlevel hier hat eine gewisse Relevanz, weil hier war der kleine Abwärtstrend, da sind wir drüber gespiked, drunter, drüber und dann ordentlich dieses Level rausgenommen. Das heißt, hier haben wir rumgedreht und diesen Aufwärtstrend der Stunde entsprechend tatsächlich fortgesetzt. Und was wir hier jetzt sehen, ist die korrektive Phase. Und was wir in der korrektiven Phase sehen, ist doch, dass der Markt hier oben um diesen Bereich hier durchaus, naja, ich will jetzt nicht sagen Angst bekommen hat, aber es ist doch ein Verkaufslevel hier oben, die Marke knapp um die 18 Dollar. Das muss erstmal ordentlich rausgenommen werden. Dann haben wir wirklich wieder das schöne bullische Bild hier oben Richtung 18,18 rein. Passiert das nicht, muss der kurzfristige Trader aufpassen, weil wir sehen hier momentan eine Art Flaggenformation.
Und diese Flaggenformation, wenn die sich nach unten auflöst, weil klassisch von der Verortung, ein bullisches Bild wäre es wirklich, wenn so eine Flagge, sagen wir mal, nach einer Aufwärtsbewegung kommt. Ja? Jetzt haben wir diese Flagge aber nach einer Abwärtsbewegung und die steigt an. Das ist eher das bärische Bild. Da muss man wirklich gut hinschauen, bricht es hier drunter durch oder nicht. Wenn der Durchbruch kommt, haben wir das Risiko, dass wir tatsächlich etwas drunter noch laufen und die Korrekturausweitung machen. Das heißt, diesen Supportbereich, den wir hier haben, um die Marke von 17,82, dass wir das nach unten abverkaufen. Wer sich das mal im kleinen Bild anschauen will, der sieht es, hier kam der Schub nach unten. Jetzt haben wir hier die leichte korrektive Aufwärtsphase. Und wenn das Ganze, wie schon gesagt, nach unten weggesammelt wird, dann an dieser Stelle der Weg nach unten hier Richtung Zwischentief um die 17,82. Und wenn das dann rausgeht, dann haben wir weitere Wege nach unten offen. Hier, das ist dieser Drehbereich. Wenn der abverkauft wird, dann haben wir im Kleinen halt die Marke liegen. Schaut mal hier, das ist wirklich kurzfristig die Drehpunkte, die wir haben. Ein paar sehr, sehr enge liegen. Da haben wir hier um die 17,77 bis 17,80 in diesem Drehbereich. Dann haben wir hier unten den Wechselbereich um die 17,76 rum. Da haben wir die Marker kurzfristig nach unten. Und das wäre alles nur Korrekturausdehnung. Ne? Korrekturausdehnung gegen diese schöne Aufwärtsbewegung, die wir hier gehabt haben. Das sind die kleinen kurzfristigen Potenziale. Sollten wir tatsächlich hier diesen kleinen Trend nach oben, nach unten durchbrechen und wieder in sozusagen die korrektive Phase eintauchen, dann wäre das tatsächlich die Flagge mit bärischem Charakter und dann ist gut. Bleibt das allerdings aus und das wäre dann der Fall, wenn wir optimalerweise wirklich hier oben eine ordentliche Ausdehnung auch bekommen, das heißt uns nicht hier nur so lang schlängeln so ein bisschen, sondern wirklich drüber schieben, dann hat dieser kleine Trend hier tatsächlich die Chance wieder rumzulaufen in die übergeordnete Basis der Stunde, das heißt, dass der Markt hier wirklich weiter nach oben läuft und dann haben wir tatsächlich die Chance hier, die alten Vortageshochs rauszunehmen und uns hier oben um die 18,18 erstmal zu orientieren und wenn das Level raus ist, dann können wir uns weiter zur Oberseite schön vorarbeiten und das Ganze bullisch entsprechend auch sehen. Wie schon gesagt, das Ganze immer so ein bisschen im Kontext zum Gold sehen, aber wenn wir uns das mal anschauen wollen, die laufen halt nicht zu 100% parallel. Ne? Der Goldpreis ist halt momentan deutlich bullischer als das Silber und das Silber läuft so ein bisschen nach und das ist die Chance, die wir hier haben, möglicherweise als Nachzügler. Gold wird ja, Silber wird ja gerne als Nachzügler-Trade behandelt. Das heißt, die Leute, die Gold nicht traden können oder wollen, die haben dann tatsächlich auch die Chance, das Ganze über den Silberpreis ein bisschen mitzunehmen. Und das ist, sage ich mal, die Option, die wir hier entsprechend haben. Und damit gehen wir vom Silber in das Brent rein. Das heißt, schauen wir jetzt mal auf den Ölpreis. Während ich das raussuche, noch kurz der Hinweis, dass wir hier an dieser Stelle gerne auch Fragen beantworten. Das heißt, wer einen Wunschmarkt hat, rein in die Chats. Ich kümmere mich wirklich sehr, sehr gerne darum, wo ich gerade in die Chats schaue. Danke für die lieben guten Morgengrüße. Freut mich wie immer sehr. So, Brent, da haben wir es. Wer sich jetzt momentan auch die Frage stellt, warum ich immer nur auf Brent schaue und nicht auf WTI. Pass auf, wegen der ganzen Situation, die wir gehabt hatten, mit dem WTI hat Tickmill sich entschieden, zum Schutz der Traderinnen und Trader, die wir hier haben, zu sagen, okay, diese extremen Turbulenzen beim WTI, solange wie das Level nicht durch ist, das heißt, dass diese Turbulenzen wieder, sage ich mal, nicht zwangsweise so schnell reinkommen, das war ja related durch die ganze Corona-Geschichte, durch den Engpass am Ölmarkt, dass keiner mehr Öl haben wollte und. Ist ja das WTI extremst auch unter Druck gekommen und der Markt war halt extrem eng. Und wenn man mal schaut, was in den großen US-Märkten geworden ist, da gibt es ja diesen Fonds, diesen sogenannten USO, United States Oil, der hat in der Regel hat der immer zwei Kontrakte vorausgekauft, um sozusagen die Kursstellung zu gewährleisten. Und der macht halt auch viel am Markt, weil es einer der größten Fonds ist, ich glaube, das ist sogar der größte in diesem Bereich. Die hatten halt massiv Probleme mit diesem Ganzen und die haben halt immer diese Wechselpunkte und die haben sich jetzt auch bis zum Jahresende entsprechend eingedeckt, wenn ich das richtig gelesen habe, mit den entsprechenden Kontrakten. So, und aus diesem Grund sind wir hier im WTI momentan in der Lage, nur zu schließen. Das heißt, die Trader hier bei Tickmill, schaut einfach mal kurz in die Spezifikationen rein und da seht ihr hier beim Handel im WTI nur schließen. Ja, mehr ist da nicht, das ist sonst erledigt. Im Brent, wenn wir uns das Ganze mal einschauen, hier bei den Spezifikationen, da haben wir den vollen Zugriff. Das heißt, WTI ist wirklich aus Schutzgründen an der Stelle so geregelt. Das wird irgendwann auch wahrscheinlich
wieder anders werden, aber aktuell ist es halt, wie es ist. Aber Brent ist ganz normal handelbar, deswegen schauen wir hier entsprechend auch auf das Brent, und Brent ist wirklich eine schöne Sache. Wir haben das Brent hier unten gesehen, wir sind im Abwärtstrend verortet, wir haben hier unten schön das Umkehrsignal rausbekommen, das hatten wir ja schon mal besprochen, hier diese Kerze. Das war die Umkehrkerze aus der Korrektur raus, auch kurz über diesem Kauflevel hier bei 36 Dollar sind wir schön nach oben durchgelaufen und mittlerweile halt rein in den Bereich um die 42,55. Und hier haben wir jetzt wirklich gute Chancen. Wenn der Markt, gestern ist er drüber gelaufen, dann hat er ein bisschen durchgeatmet, aber wenn wir hier direkt wieder hochdrehen, dann haben wir wirklich gute Chancen, erst einmal hier Richtung Gap Close zu laufen. Ne? Schaut mal hier, da hatten wir das Gap, was gerissen wurde. Da hatten wir das Tief, den Schlusskurs um die 45,75. Der nächste Eröffnungskurs, den hatten wir hier unten, etwas unter 36 Dollar. Das ist das Gap und da sind wir gerade dran, das Ganze zu schließen. Das heißt, wenn wir hier über das Vortageshoch drüber laufen, haben wir gute Chancen, dass die Händler sich weiter oben am Gap orientieren. Und hier wird es dann natürlich sehr, sehr interessant. Die Marke von 45,75 ist da entscheidend, liegen hier viele Verkauforders, dann könnte es sein, dass wir hier erstmal ordentlich in die Korrektur geschickt werden. Ansonsten hat das Ganze natürlich auch Potenzial, wenn wir das einfach mal ausmessen, wie tief die Korrektur gelaufen ist, dann sehen wir halt, wenn wir die oben dran spiegeln, haben wir durchaus Potenzial, erst einmal hier bis in diesen Ausbruchsbereich rauszulaufen. Das heißt, hier schaut mal oben rein, wenn ich das mal kurz dran lege, hier haben wir das Verkaufslevel um die 49,40 und das ist ein Bereich, da könnten wir dann durchaus hinlaufen. Das ist ohne weiteres im Potenzial der ganzen Sache drin, wenn man mal die Korrekturtiefe oben drauf macht. Das heißt, das wäre sehr, sehr positiv zu sehen. Schauen wir uns das Ganze mal im nahen Feld an. Hier sehen wir es halt, der kurze Anstieg über dieses Hoch. Das heißt, hier haben wir die Trendfortsetzung. Hier sehen wir es auch unten, das hatte ich ja eingekennzeichnet. Hier wurde sozusagen das Umkehrmuster definitiv bestätigt, also die Fortsetzung. Die kleine Trendbildung kam ja schon hier. Hier kam es dann im Großen, diese Marke 38, knapp 65 und dann schiebt es den Markt wirklich schön hoch. Der Bewegungstrend ist momentan weiter schön intakt, ne? Der läuft hier unten rein, Korrektur tief, Trend hoch. Dann haben wir jetzt hier die Situation, wo wir im Kleinen rumdrehen. Und schaut mal, hier sind wir jetzt unten rausgelaufen und die Stunde hat jetzt schon wieder im Kleinen hier eine leichte Bodenbildung. Und jetzt geht es über den Boden drüber hinaus. Das heißt, die Stunde ist weiterhin aufwärts gerichtet. Und wer das Ganze im Kleinen traden möchte, er sieht es halt. Schaut mal hier, Bewegung, Korrektur, Aufwärtstrendbildung in der Stunde. Hier über diesem Level. Das heißt, dieser Bereich hier, das ist die Marke. Da hat sich der Aufwärtstrend gebildet. Ich skizziere den mal kurz hier oben rein. Schaut mal hier. Das war hier der erste Schub nach oben. Na gut, das ist etwas verwirrend hier in dieser Seite. Ich skizziere es mal anders rein. Die kleinen Trends sind hier zu fein sozusagen für das gröbere Bild. Also hier Bewegung, Korrektur. Hier haben wir kein tieferes Tief gehabt. Das war der erste gute Anlaufpunkt. Und danach, wir sehen es ja selber hier, sind wir drüber gelaufen, über dieses Level, haben einen Aufwärtstrend gebildet, haben hier an dieser Stelle auch das Korrekturhoch rausgenommen. Das heißt, wenn man sich das mal anschaut, hier oben drüber, das war das Hoch dieser Abwärtstendenz, die wir hatten, das ist jetzt auch rausgenommen. Und wenn sich das Ganze schön nach oben fortsetzt, dann haben wir wirklich sehr, sehr gute Karten hier, den Stundentrend von unten rauszunehmen und schön nach oben durchzulaufen und dann hier oben Richtung 43, was hatten wir hier gestern im Tageshoch, mal ganz kurz schauen, hier oben ganz knapp oder im Trendhoch 43,67 in etwa da reinzulaufen. Das wäre schon recht interessant zu sehen und dann haben wir gute Karten hier wirklich Richtung dem Gap Close entsprechend zu laufen mit Blick in das Öl. So. Dann schaue ich nochmal kurz auf die Fragen. Im Facebook habe ich keine Fragen. GoToWebinar gibt mir momentan auch keine Fragen. Das heißt, an dieser Stelle sage ich wie jeden Morgen einen ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hat mich gefreut und es ist auch toll, dass heute GoTo wieder durchlief. Von der Seite her danke und gute Trades bis morgen 8.30 Uhr in der Live-Besprechung der Märkte und den Blog-Eintrag gibt es wie immer vorher. Also, erfolgreichen Tag und bis morgen. Tschüss und danke fürs Zuschauen.